Hallo und herzlich willkommen zu meinem Adventskalender mit vielen Karten und Verpackungen, die sich super kombinieren lassen und viele Geschenkideen, die damit schön verpackt verschenkt werden können. Schön, dass ihr dabei seid. Ich möchte euch heute eine ganz besonders schöne Karte zeigen und im nächsten Video seht ihr dann die passende Verpackung dazu. Also das ist schon mal ganz gut in der Kombination. Und heute dreht es sich um diese tolle Karte. Das ist nämlich eine Pop-up-Karte, die kann man hier einfach so nach unten klappen und dann kann man die hinstellen. Dann steht die ganz von alleine und man hat hier vorne so ein Durchschaufenster und das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Kartenform. Und das Tolle ist, dass man die auch einfach wieder zusammenklappen kann und die auch in einem Briefkuvert verschicken kann. Also das ist auch super geeignet für die Weihnachtspost. Und die Idee zu dieser Karte habe ich von der lieben Andrea. Sie hat uns in einem der letzten Teamgeist-Videos diese Karte gezeigt. Das ist eben die herbstliche Variante und die ist auch wunderschön, total schön gestempelt und gestaltet. Und ihr habt euch das auch gewünscht, dass ich euch die Karte zeige, wie das funktioniert und deswegen machen wir das heute gleich. Und liebe Andrea, vielen Dank für deine super tolle Idee und auch deine Anleitung, die du mir noch geschickt hast. Was ich auch gemacht habe, ich habe die Karte auch in anderen Farben gebastelt, als ich probiert habe, wie das alles funktioniert. Also das ist jetzt die Variante in Faungrün und mit Kupfer. Ich finde, die Karte ist auch sehr schön von der Farbkombination. Das Einzige, was ich hier ändern würde, wäre das Designerpapier hier vorne. Also das finde ich ist zu lebendig für das Ganze, was da passiert. Es sollte ein bisschen ruhiger sein. So sieht man die Dekoration ein bisschen schlecht. Aber ja, ansonsten finde ich die Karte wunderschön und ist vielleicht auch eine Idee für euch. Was ich hier auch gemacht habe, und das sieht man auch ganz leicht, ich weiß nicht, ob ihr das seht, ich habe diese Karte mit der Big Shot gemacht, mit diesen lagenweißen Kreisen. Und da sieht man den ganz leichten Rand hier mit der Stanzung. Aber es geht auch mit der Big Shot. Wir machen das Ganze aber heute mit der Handstanze und ja, dann legen wir jetzt einfach mal los und ich zeige euch, was man dafür alles braucht. Ich halte euch wie immer die Bestellnummern kurz ins Bild, falls ihr die braucht, könnt ihr einfach auf Pause klicken. Einmal habe ich benutzt Metallic Folie in Silber, Amethyst als Farbkarton, das Designerpapier Winterzauber, dann Farbkarton in Flieder und Farbkarton in Pergamentpapier, also so feines, durchscheinendes Papier. Und die Maße dafür sind, dass ihr einmal die Grundkarte machen könnt, dafür braucht ihr ein Stück Amethyst, habe ich jetzt hier verwendet in dem Maß 20x20 cm und ein Designerpapier in dem Maß 10x9 cm. Und eine Sache habe ich noch vergessen, wir brauchen auch noch Flüsterweiß und zwar brauchen wir zwei Stücke in dem Maß 9,5x9,5 cm. Das ist dann für innen. Außerdem habe ich ein Reststück in Flüsterweiß, das ist einfach so ein Reststreifen. Den kann ich euch auch noch schnell ausmessen. Der Streifen in Flüsterweiß hat jetzt bei mir 7,8 cm, ihr könnt den natürlich auch auf 8 cm schneiden. Und von der Höhe ist der 2,1. Da könnt ihr schauen, was ihr für einen Spruch verwendet und dann könnt ihr den passend für euren Spruch zuschneiden. Außerdem nehme ich ein kleines Stück Reststück Flieder, ein bisschen Pergamentpapier und ich habe jetzt hier eine Silberfolie, die habe ich schon geprägt. Das erkläre ich euch aber nachher gleich. Und dann können wir jetzt schon mal loslegen. Als allererstes starte ich mit dem Falzen von meinem Grundpapier, also von dem Amethyst. Und das mache ich so, dass ich das jetzt bei 10 cm falze. Ich zoome euch jetzt ein kleines bisschen raus. So. Und zwar lege ich mir das hier bei 10 cm an und falze mir das einmal. Drehe es mir noch einmal und falze es mir nochmal bei 10 cm. Und dann lege ich mir das Papier so ein, dass ich die Diagonale genau auf meiner Rille habe. Und zwar hier oben. Und ich halte euch das jetzt mal rein. Hier unten muss es auch genau auf der Rille sein, damit ich das richtig schön gerade falzen kann. Und es ist mit dem neuen Papierschneider echt super, weil ihr da oben das richtig schön anlegen könnt. Da habt ihr noch so eine zusätzliche Spur. Und das falze ich mir jetzt eben nur von hier oben bis zu meiner Überkreuzung von den Falzlinien hier unten. Ich zeige euch das nochmal. Ich hoffe, ihr könnt es gut erkennen. Ich habe das eben jetzt nur bei einem von diesen vier Ecken gemacht und einfach nur diagonal von hier nach da gefalzt. So, dann kann der Papierschneider schon mal weg. Und jetzt schneide ich mir das Papier so zu, dass ich meine Ecke mit dieser Falz rechts unten liegen habe. Und jetzt schneide ich mir hier direkt an der Falzlinie nach oben
Und hier lasse ich eine kleine Klebelasche, das seht ihr jetzt gleich. Wichtig ist nur, dass man die Falzlinie rausschneidet, dass man das nachher gut falten kann. Also, ich schneide mal die Falzlinie raus und mache dann hier, also das muss auch nicht gerade sein, das sieht nachher eh keiner mehr, wirklich so eine schräge Klebelasche. Ich glaube, das sieht man jetzt in der Kamera auch ganz gut. Und hier oben, da schräge ich das auch sehr gut ab. Und hier unten auch noch ein bisschen abschrägen. Oder wir können es so lassen. Ein bisschen schräger machen wir es noch. Und dann habe ich hier eine kleine Klebelasche. Und mein Papier sieht jetzt so aus, dass ich hier die drei gleich großen habe. Und eben hier diese Lasche. Das Reststück, das brauchen wir gleich noch zum Stempeln. Bevor wir jetzt aber stempeln, falze ich jetzt einfach alle meine Falzlinien einmal richtig gut nach. Und ich gucke schon, dass ich das Papier da schon ganz gut aufeinander lege. Also man muss schon ein bisschen bei der Karte relativ genau arbeiten, finde ich. Also ich versuche schon, dass das hier schön aneinander liegt. Upsa. Und die Falzlinie, das ist die einzige Linie, die ich nach oben falze. Ich sage die Falzlinie, die Klebelasche, das ist die einzige Lasche, die ich nach oben falze. Und auch so richtig fest, also die muss schon ganz stramm gefalzt sein. Okay, als nächstes nehme ich mir die Kreisstanze, das ist jetzt die 2¼ Kreisstanze, die allergrößte. Und mit der stanze ich jetzt ein Loch in mein Designerpapier. Und zwar mache ich das so, dass ich mir das komplett einlege, also bis es ganz unten anliegt hier. Ich das mal von der Seite, das Papier so einlegen, dass es wirklich hier unten ansteht und dass es so schön mittig ist. Also dass rechts und links ungefähr der gleiche Abstand ist. Ich stanze mir einmal den Kreis aus und mein Papier drehe ich mir jetzt einmal um. Lege mir jetzt hier mal mein Designerpapier auf und was ich jetzt mache, ist, dass ich mir den Kreis einmal nachzeichne. Ich gucke hier auf den Rand, das passt jetzt so für mich. So. Und zeichne mir den einmal kurz an. Und stanze mir das jetzt auch gleich mal nochmal aus. Ihr könnt es natürlich auch aufkleben und dann zusammen ausstanzen, aber das hat bei mir jetzt nicht so gut funktioniert, weil ich da immer ein bisschen Papier erwischt habe. Und dann hat es so leicht ausgefranst und das wollte ich nicht haben, deswegen mache ich das jetzt so rum. Und dann kann ich das eigentlich auch schon direkt aufkleben. Das mache ich jetzt einfach mit Flüssigkleber. Und die Rückseiten von diesem Papier, die sind auch so wunderschön. Also das Winterzauberpapier, das hat es mir schon angetan. Das wollte ich am Anfang nicht bestellen und jetzt habe ich es natürlich doch bestellt und ich bin total happy, weil ich es so schön finde. Okay. Und dann klebe ich mir das jetzt hier so schön auf. Ich habe jetzt hier oben noch einen leichten Rand, den schneide ich mir schnell ab. Aber so, finde ich, ist diese Kante hier innen richtig schön. Wenn man das Papier erst aufklebt und dann ausstanzt, dann hat man manchmal so leichte, ganz leichte so Ausfetzungen vom Papier. Und so, finde ich, ist das jetzt eine ganz gute Lösung. Okay, dann machen wir weiter. Als nächstes stempeln wir jetzt einfach mal ein bisschen, damit wir unsere Dekoration schön machen können. Dafür nehme ich jetzt die 2 Flüsterweißpapiere. Und mein Spruch kann ich auch gleich aufstempeln. Und das Restpapier, das wir uns vorher abgeschnitten haben, das stempeln wir uns auch gleich. Das können wir nämlich gleich gebrauchen. Und ich benutze jetzt in diesem Video das Set. Und zwar gibt es ja diese tollen Christbaum-Zierde-Anhänger und das passende Festtagsglanz-Stempelset dazu. Und ich benutze das beides. Und wenn ihr das in Kombination bestellt, dann als Produktpaket hat es diese Bestellnummer 153007. Und dann spart ihr euch 10% im Vergleich zum Einzelkauf.
Und was ich jetzt aus dem Stempelset verwende, ist, also nachher zum Stempeln auf jeden Fall gleich mal dieses Blattwerk, den großen Christbaumanhänger und diesen Zierdestempel und noch diese kleinen Kleckse, die fallen erstmal gar nicht auf, aber die sind total schön und die werde ich auch noch ein paar Mal öfter verwenden in meinem Adventskalender. Ich habe mir die ganzen Sachen schon aufgezogen auf meine Stempelblöcke und als Farben verwende ich einmal die Memento-Tinte, dann die Farbe Amethyst und das Delicata in Silber. Und dann starten wir jetzt mal los mit Stempeln. Ich fange jetzt zuerst an mit dem Amethyst. Dann nehme ich mir diesen Bordürenstempel und stempel mir den einmal. Ich versuche einigermaßen gerade zu sein. Auf das eine Papier, das ist dann schon fertig. Und das andere braucht ein bisschen mehr. Da mache ich es mir einfach so diagonal. Und das überschneidet sich ein bisschen. Also das hätte ich jetzt auch noch ein bisschen schöner machen können. Machen wir nochmal auf der Rückseite. Ich mache es jetzt mal bewusst ein bisschen weiter raus. Dann hat man einfach noch ein bisschen eine Verlängerung. Hier habe ich es eher aneinander gestempelt. Könnt ihr schauen, dann, was euch besser gefällt. Dann nehme ich den großen Christbaumanhänger. Stempel mir den auch einmal ab. So. Dann benutze ich die Memento-Tinte. Und diese Zweige. Und die überstempeln sich in der Mitte auch ein bisschen. Also das ist nicht nebeneinander, sondern ein bisschen übereinander verstempelt. Und dann nehme ich noch diese kleinen Tupsen mit der Silbertinte und mache einfach noch ein paar kleine Punkte hier so schön außenrum. Und was wir dann noch stempeln, ist unser Spruch. Und den Spruch habe ich rausgenommen aus dem Stempelset Weihnachtshirsch. Das ist die Bestellnummer. Und das ist dieses herzliche Weihnachtsgrüße. Ich finde, das ist ein total schönes Stempelset. Und ich bin so froh, dass es noch im Sortiment ist. Das ist eigentlich vom letzten Jahr. Und das stempel ich mir auch nochmal auf in Amethyst. Und ich versuche das jetzt gerade zu treffen und ich mache es relativ weit nach rechts. Also nicht ganz nach rechts, aber ein bisschen mehr nach rechts als nach links. Okay, dann räume ich ein bisschen auf und wir sehen uns gleich wieder. Als nächstes koloriere ich ein bisschen und zwar, da nehme ich euch jetzt auch ein bisschen näher hin, dass ihr das besser sehen könnt, male ich mir jetzt die Zweige an und zwar in Olivgrün, Dunkel und Hell und dann habe ich hier noch die Farbe Himbeerrot, Dunkel und Hell für die Früchte. Also eigentlich habe ich vor, dass man sie nicht sieht, aber es kann ja sein, dass wir es ein bisschen anders aufkleben. Hier in dieser Karte sieht man sie jetzt nicht, die Früchte, aber vielleicht sieht man sie ein bisschen durch und deswegen koloriere ich das jetzt einfach alles. Und bei den Blends mache ich es immer so, dass ich mir jetzt hier die Farbe relativ großzügig auftrage. Und dann mit der hellen Farbe fange ich jetzt hier an und dann nehme ich die dunklere Farbe und gehe hier einfach noch einmal diese Mittelstränge nach von der Pflanze und dann noch einmal außenrum. Und dann nehme ich nochmal die helle Farbe und gehe nochmal ein bisschen von außen nach innen rein, dass ich noch so einen kleinen Farbverlauf habe.
Genau, so sieht es dann aus. Und bei den Früchten mache ich es so, dass ich mir einfach jetzt diese dunklere Farbe schnappe. Mir da einen kleinen Punkt hin mache, wo ich das eher dunkel haben möchte. Und dann mit der hellen Farbe das Ganze schön ausfülle und vermische, dass das auch ein bisschen Farbverlauf hat, halt auf die breite Spitze. Und wichtig bei den Blends ist, dass ihr euch die dann immer wieder richtig fest zumacht. Also ich denke, dass man die Früchte jetzt eh nicht sieht, aber ich male es jetzt mal zur Sicherheit an. Genau, und macht euch die richtig gut zu, dass die euch nicht austrocknen. Und jetzt gehe ich nochmal mit der dunklen Farbe an die Stellen, wo ich es nochmal ein bisschen dunkler haben möchte. Und so hat man dann echt einen total schönen Farbverlauf. Und das mache ich jetzt einfach und wir sehen uns gleich wieder. So sieht das Ganze jetzt aus und ich finde, es ist echt ganz schön geworden. Okay, und jetzt geht es weiter mit Stanzen. Ich nehme euch wieder ein bisschen raus. Wir haben uns ja jetzt hier schon mal die große Christbaumkugel aufgestempelt. Und die stanze ich jetzt eben auch mit der großen Stanzform passend dazu aus. Und dann habe ich ja noch dieses Silberpapier mit der Prägung. Die stanze ich mir mit der kleinen Stanze aus. Und wichtig ist, wenn ihr das euch prägen wollt, zeige ich euch ganz kurz den Aufbau von der Big Shot. Weil das ist eine 3D-Platte. Also ihr müsst es so machen, dass ihr euch das Papier so einlegt. Wenn ihr das genauso haben wollt, dann schaut darauf, dass dieses Stampin'-Up-Zeichen auf der Rückseite ist. Legt euch euer Papier hier so ein. Dann habt ihr diese Hammerschlagoptik. Und dann braucht ihr dafür extra diese 3D-Platte, weil die Prägeform ist ein bisschen dicker. Und dann könnt ihr das einfach nur mit der dicken Grundplatte dazwischen die Prägeform und darüber die blaue Platte einmal durchkurbeln. Ihr braucht die anderen Acrylplatten nicht und auch die andere dünne Auflagefläche von eurer Grundplatte braucht ihr nicht. Ihr könnt euch das einfach so durchkurbeln und habt dann eben diese wunderschöne Prägung auf eurer Folie oder auf eurem normalen Papier. Okay, wenn wir schon am Stanzen sind, dann stanze ich mir auch gleich noch die Blätter aus. Also drei habe ich schon vorbereitet, vier Stück brauchen wir. Und ich nehme dazu die Blätterzweigstanze und das Pergamentpapier. Die stanze ich mir einfach einmal aus. Und was ich hier gemacht habe, ist, dass ich mit meinem Falzbein einfach in der Mitte mir die Blätter so ein bisschen angefalzt habe. Seht ihr das? Und dann kann ich mir die ganz locker und schön nach oben biegen, dann haben die einfach noch ein bisschen mehr Form. Das habe ich mit allen vieren gemacht. Und dann brauchen wir noch eine Stanze und das Reststück in Flieder. Das ist jetzt die Stanze Zierzweig. Und da brauchen wir einen Zweig in Flieder. Dann nehme ich mir meinen Spruch und mache es einfach so, dass ich mir hier unten ein Fähnchen schneide. Also einmal in der Mitte und dann von den Seiten zu diesem Mittelschnitt hin. Und dann schnappe ich mir nochmal mein Falzbein und falze mir das nochmal so. Also einmal den Spitz von meinem Fähnchen ein bisschen nach oben und dann ein bisschen nach unten und dann nochmal ein bisschen nach oben. Hoppala, bin ich abgerutscht. Dass es einfach so ein bisschen Schwung hat, das Fähnchen, und nicht so ganz platt ist. Ja, und dann kann man eigentlich schon zusammenkleben gehen. Im Prinzip ist unsere Deko schon fertig. Ich lege mir jetzt das Papier wieder so hin, also mein Designerpapier ist jetzt auf der Rückseite und klebe mir jetzt einfach mal alles, was ich so habe, ein. Und zwar klebe ich mir jetzt einmal auch wieder mit Flüssigkleber mein Stück Papier. Hier rechts oben auf. Mein Dekorationselement hier links unten. Weil unsere Karte sich nachher dann so aufklappt. Und jetzt gucke ich ein bisschen, wie ich das aufklebe. Ich mache das jetzt so rum. Dann habe ich hier noch ein bisschen grüne Zweige drauf. Oder so rum. Nein, ich mache es so rum, genau. Also da kann man ein bisschen spicken.
Und jetzt klebe ich mir als erstes noch meine Karte komplett zusammen und danach mache ich die restliche Deko hin. Und dafür nehme ich mir jetzt einfach ein Stückchen Abreißklebeband, mache mir das auf meine Klebelasche und die ist immer noch hochgefalzt. Also die, wenn ihr die noch so liegen habt, dann klappt sie euch nach oben und bringt jetzt auf die Unterseite den Klebestreifen auf. Meiner ist jetzt hier ein bisschen zu lang, den stecke ich mir noch schnell ab. Dann muss die Folie, die da drauf ist, runter. Da noch ein bisschen zu viel Kleber. Genau. Und dann hat die Andrea gesagt, wir müssen uns die Karte halbieren. Und schauen nochmal hier oben, dass die wirklich schön bündig anliegt, also dass das sehr gut gefalzt ist. Das Ganze hier auch nach oben klappen. Auch hier nochmal schauen, dass es schön ist. Und dann das Ganze zumachen wie ein Buch. Also habt ihr gesehen, die Klebelasche ist jetzt mit dem Kleber hier nach oben. Das müsst ihr euch unbedingt nochmal umknicken, nicht dass ihr euch das gleich anklebt. Also hier ist die Klebefläche. Hier passt alles super von den Falzlinien und dann klappen wir uns das einfach zu. Passt perfekt. Und dann können wir uns das Ganze nochmal richtig schön nachfalzen. Super. Und so stellt sich dann die ganze Karte auf. Okay. Und jetzt können wir eigentlich gleich den ganzen Rest noch hin dekorieren. Ich klebe mir jetzt hier unten schon mal die Dimensionals auf. Hoppla. Räume gleich alles ab. Dann auf meine kleine Weihnachtskugel nehme ich mir die Glue Dots. Also es ist schon ziemlich spät, wo ich das Video aufnehme. Ich hoffe, es passt trotzdem für euch. Ich mache mir da jetzt zwei drauf und zwar einen Glue Dot hier direkt unten an den Anhänger und eins hier noch an der Seite und setze mir das jetzt hier so oben drüber. Also es kann gerne ein bisschen auseinander, weil wir möchten das sehr schön ausfüllen von der Fläche her. Wer möchte, kann jetzt auch noch ein bisschen von dem silbernen Metallic Band nehmen. Ich habe mir da einfach ein Stück abgeschnitten und mache das jetzt einfach ein paar Mal über meine Finger. Roll mir das einfach einmal so rum, mache mir unten jetzt noch einen Klebepunkt hin und klebe mir das Ganze noch auf die Rückseite als weiteren Deko-Effekt. Und dann mache ich so, dass ich mir die Karte zuklappe und jetzt schaue, wie ich mir das am besten positioniere. Also ich möchte ja ganz gerne, wenn man die Karte so anschaut, dass man dann die Kugeln ganz gut sieht. Und so klebe ich mir das Ganze jetzt auf. Und ihr seht jetzt, ist es auch wieder so. Was jetzt hier ein bisschen schade ist, ist, dass man jetzt von dem zweiten Blatt gar nichts mehr sieht. Ich klebe es jetzt noch ein bisschen weiter runter, dann sieht man auch das von dem Blatt. Und so sieht man diese Kugel sehr schön, wenn man die Karte vor sich hat. Also das passt jetzt so für mich. Ich finde es jetzt hier noch ein bisschen besser. Da habe ich die Blätter ein bisschen anders gestempelt. Aber wenn man es aufmacht, sieht es auch sehr schön aus. Genau, und dann habe ich ja noch die Zweige und die verteile ich mir jetzt auch noch so ein bisschen in den Hintergrund. Mal schauen, wie ich das am besten mache. Ich glaube so. Und die klebe ich mir auch einfach auf Glue Dots auf. Und ich klebe mir die einfach unterhalb von meinen Kugeln so rein. So sieht das ganz schön aus. Und hier vorne machen wir jetzt natürlich unseren Spruch drauf. Und da mache ich es so, dann nehme ich auch ein bisschen Flüssigkleber und mache an die Stellen, wo es diese Wölbung hat, nach unten, mache ich Kleber drauf. Und klebe mir das jetzt hier einfach so bündig mit dem Designerpapier auf und es soll schon ein bisschen abstehen. Also ich zeige euch das jetzt gleich. Man sieht es hier schon, dass da so eine richtige Wölbung drin ist.
finde, das macht das noch ein bisschen, sticht noch ein bisschen mehr hervor und das schaut echt schön aus so. Und auch hier habe ich so gemacht, dass ich mir jetzt meine Blätter hier noch verteile. Und was ich da auch ganz schön finde an meiner Karte, jetzt wenn ihr das vielleicht so seht, ich habe hier unten den Zweig, den habe ich einmal auseinandergeschnitten und dann so von unten rauf quasi hingeklebt. Und das mache ich jetzt eben hier auch nochmal. Dass ich den eben hier unten reinklebe. Dann nehme ich mir hier einen Glue Dot und roll mir den so zusammen und klebe mir das einmal aufs oberste Blatt von meinem Zweig. Und einmal hier unten, also auf die Rückseite von dem Blatt und einmal hier unten auf die Vorderseite von meinem Blatt. So, von meinem Zweig. Und das klebe ich jetzt so hier hinten drauf und lasse das Ganze dann hier so hochkommen. Das zeige ich euch gleich mal nah. Ich finde, das hat irgendwie einen ganz coolen Effekt. Wie wenn der Zweig von da unten so rauskommen würde. Und den zweiten Zweig, den klebe ich einfach hier oben hin, zusammen mit den Blättern. Ja, und jetzt ist unsere Karte schon fertig. Ein bisschen Deko darf noch drauf und dann war es das auch schon. Was ich jetzt gemacht habe, ist, dass ich mir die Strasssteine nehme und ein bisschen zoome ich euch jetzt wieder raus. Ich hoffe, euch wird es heute nicht schwindelig. Aber, also hier möchte ich auf jeden Fall, dass man einen Strassstein sieht. Den klebe ich jetzt hier so auf meinen, ungefähr auf die Mitte von meiner großen Weihnachtskugel. Und einen noch ein bisschen tiefer. Und so einen ganz großen Glitzerstein klebe ich mir hier oben auf, wie den Aufhänger. Seht ihr das? Hier ist auch so eine Verzierung. Ich finde, das passt da richtig gut drauf. Okay. Und auf die Vorderseite habe ich auch noch einen kleinen Glitzerstein genommen und habe den hier auf das Blatt geklebt. Das fand ich, macht sich auch noch richtig schön. Ja, ihr Lieben. Wer möchte, kann natürlich gerne noch mehr Glitzer verteilen auf die Innenseite. Aber ich finde, das ist jetzt eigentlich total schön so. Wir haben ja auch das feine gestempelte Silber noch im Hintergrund. Und ja, ich finde, die Karte ist jetzt richtig schön geworden. Fällt mir total gut. Ich muss aufpassen, weil ich habe euch jetzt so nachher gezoomt, dass ich den immer irgendwo da oben halte. Also, was sagt ihr? Ich finde, die Karte ist wirklich, wirklich schön. Das ist was ganz Besonderes, wie man die dann so aufstellen kann und hinstellen kann. Hier oben hat man noch ganz viel Platz für Grüße. Und ja, auch die Verzierung finde ich sehr schön. Gefällt mir jetzt ganz gut so. Auch mit den Zweigen so. Also hier habe ich es ein bisschen anders gestempelt. Da könnt ihr jetzt mal gucken, was euch besser gefällt. Ich lege es jetzt einfach mal so hin. Glitzert und funkelt. Und es ist so, ich finde die Farbkombination auch toll mit dem Designerpapier. Das ist einfach echt wunderschön. Und wenn man sich das dann so aufstellt, ist es einfach toll. Hier habe ich noch ein bisschen Flieder in den Hintergrund geklebt. Das muss man gar nicht unbedingt machen. Ich finde, das braucht es überhaupt nicht. Bei dieser Karte habe ich das nicht gemacht und es sieht wirklich sehr schön aus so. Ja, meine Lieben, ich hoffe, euch hat es gefallen. Viel Spaß wünsche ich euch beim Nachbasteln. Wenn ihr Lust habt, schaut gerne noch die anderen Weihnachtsvideos an, die jetzt dann so kommen. Den Adventskalender. Und wie gesagt, die Verpackung zeige ich euch als nächstes und die passt dann natürlich perfekt zu unserer Karte. Und ist ganz, ganz schnell gemacht. Viel Spaß beim Nachbasteln und bis zum nächsten Mal. Tschüss!